So, wir haben es hier mit der Dokumentarhalle zu tun. Dabei habe ich die Zeichnung gerade ein wenig beschädigt. So, wir haben hier unten also ein Lager. Hier und hier. Das Ding ist symmetrisch. Die Länge 10 Meter, 5 Meter, 15 Meter. Hier eine Streckenlast Q, Gleichstreckenlast, 50 kN pro Meter. Hier linearer Verlauf, Q halbe. Und hier wieder Q. Natürlich ist die Kraft AV gleich der Kraft BV. Und wenn wir die berechnen wollen, dann können wir sagen, dass alles, was auf dieser Seite ist, in A reingeht und alles, was hier ist, in B reingeht. Und wenn wir das hier also ausrechnen, dann sind das eben im Prinzip 7,5 mal 50 sind 375 Kilonewton. Dann kann ich eben im Prinzip hier ein Rechteck bilden. Das sind dann 25 Kilonewton mal 5 Meter, das sind die 125. Dann kann ich hier ein Dreieck bilden, ein halb mal Q halbe mal A. Das sind dann 62,5. Und das hier gibt nochmal Q mal L. Und das sind 500 Kilonewton. Und wenn man das zusammen addiert, kriegt man raus, dass AV gleich BV gleich 1000 und 62,5, also 1063 Kilonewton ist. So, jetzt haben wir eine Stütze gegeben. Diese Stütze hat den Radius, der hier angegeben ist. Dann habe ich oben einen Träger gegeben, der eben die Höhe h hat, von Oberkante zu Unterkante, und die Breite h halbe und die Blechdicke sei überall t. E-Modul gilt für beide Objekte. Und jetzt kann ich erstmal bestimmen von der Stütze. Die Fläche, die ist PR Quadrat. Wenn ich das also mal das sind dann 17,67 mal 10 hoch minus 3 Meter Quadrat. Sinnvoll übrigens alle Angaben in Metern und alle Angaben in Kilonewton. Oder eben alles in Newton und alles in Millimetern, aber nicht mit der Einheit hin und her springen. Und daraus können wir mit E multipliziert E mal AS ableiten. Das sind dann 3,711 mal 10 hoch 6 Kilonewton. Dann können wir weiterhin das I ausrechnen von der Stütze. Das ist gleich Pi R hoch 4 Viertel. Und das sind gerade 24,85 mal 10 hoch minus 6 Meter hoch 4. Und das können wir wieder mit E multiplizieren. Und dann ergibt sich E I Stütze. Sind 5219 Kilonewton Meter Quadrat. So, nachdem wir die Querschnittswerte der Stütze aufgenommen haben, können wir uns jetzt dem Träger hier zuwenden. Die Normalkraft ist gering, das heißt, die Fläche brauchen wir nicht unbedingt auszurechnen. Wenn wir uns jetzt also den Träger angucken, interessiert uns hauptsächlich das I. Das I rechnen wir exakt aus, indem wir dieses große Rechteck nehmen und von diesem großen Rechteck ziehe ich dieses Rechteck und dieses Rechteck ab. Das ist also der exakte Wert. Und dann habe ich erstmal b, also h halbe, mal h hoch 3 Zwölftel plus minus. Und jetzt wird eben abgezogen. Die Breite h halbe wird um t kleiner. Also h halbe minus t ist die Breite von beiden Rechtecken zusammen. Die Höhe wird oben und unten um t kleiner, also h minus 2t hoch 3 Zwölftel. So, das ist i. Und das sind dann 1,471 mal 10 hoch minus 4 Meter hoch 4. Auch das können wir wieder mit e multiplizieren. Und dann können wir sagen, dass ei von dem Träger sind also 30,98 Kilonewton Meter Quadrat.
Jetzt steht hier eine sinnlose Angabe. Diese sinnlose Angabe sagt aus, das Ding sei dünnwandig. Deswegen erkläre ich kurz, was es damit auf sich hat. Wir können also im Prinzip eine Strichskizze anfertigen, indem wir hier in der Profilmittellinie lang gehen. Das nennt man eine dünnwandige Rechnung. Und diese dünnwandige Rechnung sieht dann im Prinzip so aus. Die Höhe ist natürlich oben um h halbe und unten um h halbe kleiner geworden, sodass wir jetzt nur noch eine Höhe haben von h minus t. Die Breite ist h halbe und die Blechdicke ist jeweils t. Und dann kann ich das i als Näherung ausrechnen, ja, aber wozu, wenn ich das exakte i schon habe. Und dann kann ich sagen, der Steg hat gerade Breite mal h minus t hoch 3 Zwölftel. Und jetzt kommt plus 2 mal der Flansch dazu. Das ist h halbe mal t, ist die Fläche. Und jetzt kommt der Abstand, das ist h minus t Quadrat Viertel, also h minus t zum Quadrat ist der Steiner Anteil. Und das kann man jetzt natürlich auch noch ausrechnen. Das wäre jetzt t mal h minus t hoch 3 durch 12. Und dann kürzen sich da zwei Zweien weg. Also plus h mal t. Und dann kommt mal h minus t hoch 2 durch 4. Und da kommt jetzt ein Wert raus von 1,542 mal 10 hoch minus 4. Aber wie gesagt, wenn ich den exakten Wert habe, brauche ich mir darum keine Sorgen zu machen. Es wäre also Quatsch, damit zu rechnen. So, nachdem wir die Querschnittswerte haben und auch das AV haben, möchte ich jetzt, bevor ich ausrechne, die Querkräfte, Momente und Normalkräfte, die gesucht sind, erstmal überlegen, ob diese Halle stehen bleibt oder ob diese Halle kaputt geht. So, und da hat im Prinzip Herr Euler ein paar Untersuchungen angestellt. Diese Untersuchungen sagen erstmal aus, wenn ich einen Kragarm habe und diesen mit einer vertikalen Kraft F belaste und ich habe hier die Länge L, dann ist das der sogenannte Euler-Fall 1. Es gibt also noch einen Euler-Fall 2. Dieser Euler-Fall 2 sieht so aus. Dann gibt es einen Euler-Fall 3, der sieht so aus. Und einen Euler-Fall 4, der sieht so aus. Und Herr Euler hat jetzt herausgefunden, dass die Knicklast Fk i pp dividiert durch L² ist und das L0 ist die Knicklänge. Und diese Knicklänge kriegen wir hier bei dem Kragarm raus, indem wir im Prinzip von diesem Gelenk zu diesem Gelenk gehen und feststellen, L0 ist gleich 2L. Hier ist die Knicklänge L0 gleich L. Hier ist die Knicklänge ungefähr gleich 0,7L. Und hier ist die Knicklänge 0,5L. Hier hätten wir also im Prinzip EE Stütze mal Pi Quadrat durch LS Quadrat. Und das durch 2L Quadrat, also L0 ist 2L. Und das können wir jetzt ausrechnen. EE Stütze hatten wir ausgerechnet, 5219. Das nehme ich jetzt mal Pi hoch 2 und teile das durch 4 und durch L hoch 2. So, und dann bekommen wir raus eine Knicklast von 129 Kilonewton. Die ist viel kleiner als AV, womit das System versagt. Was mache ich hier eigentlich? Das kann ich mal kurz erklären. Nehmen wir mal an, dieser Riegel hier wäre starr. Und ich hätte hier die Stützen und hier die Lager. Dann können wir uns vorstellen, dass das System im Prinzip so ausknickt. Ja, ist nicht sehr schön gezeichnet. Hier wird er noch ein bisschen kürzer. So, ich nehme mal gerade den Radiergummi. So, und dann sind wir hier. Das hier ist jetzt also die Versagensform. Und wenn ich mal annehme, dass ich hier punktuell eine Kraft F habe und hier auch eine Kraft F,
Die Auslenkung ist also infinitesimal klein. Deswegen ist diese Verschiebung hier vernachlässigbar und die beiden Kräfte bleiben F. Dann stelle ich hier eben fest, dass ich hier genau den Euler-Fall hier habe und wenn dieses Ding hier starr wäre. Das heißt, ich kann sagen, wenn die Lagerkraft höher ist als 129 kN, dann versagt dieses Ding hier durch Knicken. Wobei es übrigens ein sehr genialer Trick ist, wenn ich in der Stütze selber eine Last habe, zum Beispiel die 500, dann ist es sinnvoll, die hälftig aufzuteilen. Die Hälfte verschwindet im Lager und verursacht kein Knicken und die andere Hälfte kommt hier oben hin. Wenn ich also im Prinzip die Last zu einer Punktlast zusammenrechnen würde, dann würde ich eben im Prinzip ausrechnen, einmal von den 500 die 250 plus die 375 plus die 125 plus die 62,5. Das heißt, wir hätten im Prinzip plus 375 plus 125 plus 62,5 definitiv nur 813 Kilonewton drauf als Knicklast, wenn ich das zu einer Last zusammensetze und nicht die 1000 und so viel. Also nicht die 1063, sondern die tatsächliche Belastung ist nur 813, weil die Hälfte dieser Last schiebe ich hier nach unten und die andere Hälfte schiebe ich hier nach oben und das schiebe ich hier hin und das schiebe ich hier hin und dann vergleiche ich es mit dem Euler-Fall. Nun ist natürlich die Stütze hier auch weich und wenn man das genau ausrechnet, dann kann man sich auch nochmal überlegen, wo der Euler herkommt und man kann sich überlegen, was ich hier habe. Der Herr Euler hat also im Prinzip Folgendes gemacht. Der hat im Prinzip gesagt, ich gucke mir einen Kragarm an. Dieser Kragarm hat hier eine Kraft F. Dann setze ich hier ein Koordinatensystem rein. Das hier ist x, das hier ist z, die Verschiebung w. Und dann kann ich erstens mal das Moment aufstellen. Wenn ich an der Stelle x schneide, dann stelle ich fest, das Moment von x ist gerade F mal die Durchbiegung. Die Durchbiegung sei infinitesimal klein, also w sei viel kleiner als L. Das kann ich jetzt in die Differentialgleichung der Biegelinie einsetzen, minus m durch EI, und erhalte damit eine Differentialgleichung F durch EI mal w ist gerade gleich 0. Diese Differentialgleichung hat eine bekannte Lösung, die ist w ist gleich a mal Sinus kx plus b mal Cosinus kx mit k ist die Wurzel aus f durch EI und das EI ist natürlich immer EI Stütze, weil wir die Stütze untersuchen auf das Knicken. Und f ist die Knicklast, die wir gerade rauskriegen wollen. So, und jetzt haben wir Randbedingungen und diese Randbedingungen sagen aus, w an der Stelle 0, hier ist der Ursprung meines Koordinatensystems, ist gerade gleich b ist gleich 0. Das heißt, dieser Term ist schon mal weg. Und dann kann ich sagen, w' an der Stelle L ist gerade a mal Cosinus kl mal L. Wenn ich den Sinus ableite, kommt also das k nach vorne. Das k nach vorne. So, und dann habe ich a mal k mal Cosinus kx. Und für x setze ich L ein. Und dann habe ich diesen Term. Und dieser Term soll gerade 0 sein, weil ich hier keinen Winkel habe. Daraus hat der Euler weiter gefolgert, dass Cosinus kl gleich 0 ist. Daraus hat er weiter gefolgert, dass kl gerade Pi halbe ist. Dann hat er das k eingesetzt. Die Wurzel aus f durch EIS ist gleich Pi halbe. Und das Ganze nach f aufgelöst. Und dann hat er raus EIS mal Pi Quadrat dividiert durch. Da fehlt noch irgendwo ein L. K mal L gleich Pi halbe. So, und das ist das K mal L. Und dann haben wir hier ein 4 und L Quadrat. Das wird also quadriert. Pi Quadrat Viertel. Das L hier runter, L Quadrat, das EI hier oben. Und das hier ist die Eulersche Knicklast, die wir ausrechnen können, wenn der Riegel steif ist. Wenn der Riegel nicht steif ist, kann ich den in eine Drehfeder umwandeln. Wenn ich also im Prinzip ein System habe, das den Balkon kann ich abschneiden, also das Ding hier interessiert mich nicht. Ich gucke mir jetzt dieses Teil hier an. Das knickt also antimetrisch. Und dann kann ich sagen, ich baue hier ein Gelenk ein und hier ein Lager und kann mir dieses Teil hier oben angucken. Und dann sieht dieses Teil hier oben wie folgt aus.
Dann habe ich hier die Länge b halbe. Und wenn ich hier einen Moment dran setze, kann ich mir im Prinzip überlegen, wie groß der Winkel ist. Und wenn ich das mache, dann stelle ich fest, dass dieser Winkel gerade das Moment ist, dividiert durch 3 EI mal dieser Länge. Und das ist W halbe. Und ich kann sagen, das ist M durch CM. Und das CM ist 3 EI Stiel dividiert durch B halbe oder 6 EI dividiert durch B. Und das können wir ausrechnen. Da habe ich raus 1, 2, 3, 5, 6 Kilonewtonmeter. Ich rechne es lieber nochmal nach. Augenblick. 6 mal EI dividiert durch B, 12.356 Kilonewtonmeter, das ist der Wert für CM. So, und dann kann ich so tun, als ob ich hier sozusagen eine Drehfeder habe. Ich bin jetzt oben, habe hier im Prinzip eine Drehfeder und habe hier im Prinzip die Kraft F. Und dann kann ich wieder sagen, das hier ist X. Das hier ist W und die Euler-Rechnung läuft jetzt wieder praktisch genauso ab. Ich sage wieder der erste Schritt. Ich stelle das Moment auf. Es hat sich nichts geändert. Das ist F mal B. Ich stelle den zweiten Schritt auf. Das ist W2 gestrichen. Ist minus M durch EI. Daraus kommt wieder W2 Strich plus F durch EI mal W gleich 0. Die Differentialgleichung ist die gleiche geblieben. Die Lösung ist die gleiche geblieben. A mal Sinus Kx plus B mal Cosinus Kx und das K ist wieder die Wurzel aus F durch EI und das EI ist natürlich wieder EI Stütze. Hier auch, zuck, zuck, wir rechnen die Stütze durch. So, die Randbedingungen haben sich jetzt verändert. Dann kann ich sagen, dass W an der Stelle 0 ist immer noch 0. Daraus folgt, dass B ist gleich 0 und der Cosinus ist also weg. Und jetzt kann ich sagen, W an der Stelle L ist gerade gleich A mal Sinus KL und W' an der Stelle L ist gerade gleich. Die Ableitung war A mal K mal Cosinus KL und das ist Moment dividiert durch CM und das Moment ist die Kraft F mal dem W an der Stelle L. Dividiert durch CM und das ist F mal A mal Sinus KL dividiert durch CM. Wir können das Ganze jetzt ordnen. Dann stellen wir fest, Sinus durch Cosinus gibt Tangens KL. Das sind also diese beiden Werte hier, der wird runter multipliziert. Das A kürzt sich aus der Fläche raus. Und wenn ich jetzt das nach einem Tangens KL auflöse, dann geht das CM nach oben. Dann geht hier das K hin. Und haben wir sonst noch was? Ich gucke nochmal nach. Also ich setze diesen Wert gleich diesen Wert, kürze das A raus und hier habe ich noch ein F stehen. Das F geht runter. So, und jetzt kann ich dieses Ding hier auflösen und kann sagen, F ist gerade gleich. E mal IS mal K Quadrat ist also Quadrieren dieser Gleichung. Dann habe ich CM mal k und hier e is mal k Quadrat und dann kann ich das mit l erweitern und durch k kürzen cm mal l e mal is mal 1 dividiert durch kl und jetzt kann ich eine Gleichung lösen, die sagt eben im Prinzip aus Tangens x, wenn ich das x mal abkürze als kl, ist gerade gleich eine Konstante, zum Beispiel eine Zahl z mal 1 durch x und diese Zahl z kann ich ausrechnen. Diese Zahl z ist jetzt also gleich cm mal l durch e i s und da bekommen wir eine Zahl raus, die ist 23,68. Dimensionslos übrigens Kilonewtonmeter mal Meter, ja, haben wir Zähler und Nenner dasselbe. Und jetzt kann ich diese transzendente Gleichung, wie sie so schön heißt, lösen. Das macht man mit dem Newtonschen Iterationsverfahren. Ich
gebe jetzt also im Prinzip die Funktion ein. Das ist die Funktion Tangens x minus z mal x. Als Startwert gebe ich 1,5 ein. Das erklären wir wie folgt. Wir haben hier unseren Tangens. Dieser Wert hier ist Pi halbe, der ist ein bisschen größer als 1,5. Und das hier ist die Funktion 23 durch x. Und ich sehe, die schneidet ungefähr bei Pi halbe. Wenn ich also als Startwert 1,5 eingebe, lande ich also noch nicht ganz da. Ich versuche es nochmal. Ah ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mal statt durch. So, und dann kann das Ding nicht funktionieren. Und jetzt versuchen wir es nochmal. Und jetzt müsste der Wert rauskommen. Und das tut er auch. Wir kriegen also raus, x ist gleich k mal l ist gleich 1,507. Und das bedeutet für unsere Knicklast, die ist gerade ei dividiert durch l Quadrat mal kl zum Quadrat. Ich kann also im Prinzip, wenn ich das Ganze wieder auflöse, kann ich eben das hier einsetzen und das kann ich eben noch erweitern mit L. Dann kann ich sagen EIS durch L Quadrat mal KL zum Quadrat und das ist die Formel, die ich hier habe. Und das KL haben wir gerade ausgerechnet. Das muss ich gerade noch auf dem Rechner realisieren. So, unser KL ist jetzt also 1,507, das habe ich im Rechner eingespeichert. Den Wert quadriere ich jetzt, nehme ihn mal EIS und teile ihn durch L hoch 2. Und dann bekommen wir eine Knicklast raus, die etwas kleiner ist als die von Euler ausgerechnete. Das ist also 119 Kilonewton, 118,55 genau. Ja, und bei 119 Kilonewton Lagerkraft versagt das System. Und jetzt muss ich sagen, das ist eben kleiner als den Wert, den wir hier ausgerechnet haben, 813 Kilonewton. Also das war nochmal diese Last hier, die Hälfte hochgeschoben. Das, was wir hier ausgerechnet haben, ist also die Last, die wirklich drauf ist. Das ist kleiner als 813 Kilonewton. Und jetzt passiert im Prinzip Folgendes. Wenn ich dieses System hier, die Halle, belaste mit der Streckenlast und ich belaste die immer weiter, dann habe ich überhaupt keine Verformung. Das Ding bleibt also im Prinzip so stehen, bis darauf, dass ich hier kleine Biegeverformungen habe, die mich nicht weiter interessieren. Und wenn ich diese Last hier erreiche, dann passiert von einem Schlag auf den anderen etwas ganz Seltsames. Die ganze Halle saust im Prinzip so weg. Die versagt also, wenn ich die Last steigere und ich trage mal die Horizontalverschiebung auf. Das hier ist die Horizontalverschiebung, die trage ich über der Last auf. Das ist also die Last, die Lagerkraft AV. Und wenn ich jetzt im Prinzip hier die 120 erreiche, dann ist die Horizontalverschiebung genau 0. Und mit einem Schlag geht das Ding gegen unendlich. Das nennen wir den Verzweigungspunkt und der führt zu einer Katastrophe. Das heißt, würde ich die Dokumentarhalle so gebaut haben und ich würde die Last so ansetzen, wie sie dort ist, dann würde die Verformung schlagartig gegen unendlich gehen. Die gesamte Anlage würde zusammenstürzen und natürlich macht es keinen Sinn von einem instabilen System. Dieses System nennt man instabil, eine Normalkraft, Querkraft und Momentenfläche auszurechnen. Das ist also purer Unsinn. Die Stützen sind also unterdimensioniert und ich müsste dort vernünftige Stützen hinbrachen, die eben mit der Knicklänge 20 Meter im Prinzip und die ist noch etwas länger und mit der hohen Last in der Korrelation stehen. Das heißt, mit dem Radius komme ich nicht hin. Es wäre also wesentlich sinnvoller. Ich nehme zum Beispiel eine Hohlstütze, das andere ist Materialverschwendung und dann könnte man das ganze Ding nochmal durchrechnen und da sollte man sicherlich also den Außenradius doppelt so hoch nehmen. Dann kann man das gerne nochmal versuchen, ob da was Vernünftiges rauskommt. Ja, so ist die Aufgabe also wie gesagt abzulehnen, weil die Konstruktion hier
schlagartig versagt und es wird wirklich zu einer Katastrophe führen, wenn man das Ding so bauen würde. Und es wäre also auch eine völlige Fehlleistung, hier zu versuchen, Querkraftmomenten und Normalkraftflächen auszurechnen, wenn diese Halle in Wirklichkeit am Boden liegt. Das wäre also ingenieurmäßig geradezu Unsinn. Und das ist eben im Prinzip von dem Professor aus eben auch sehr schlecht, dass er euch Aufgaben durchrechnen lässt, die zusammenstürzen, weil wenn er euch das so beibringt, dann macht ihr das später als Ingenieure so und ihr baut dann Konstruktionen, die einfach zusammenkrachen und der Professor, der sagt dann, ja, ich habe damit nichts zu tun und ihr kommt nachher in den Knast und müsst die ganze Sache ausbaden, denn es ist ja völlig klar, wenn die Halle auch so zusammenstürzt, weil ihr eben im Prinzip nicht das kleine Einmaleins der Technik gelernt habt und eben nicht auf dem Stand der Technik seid und ihr baut eben Hallen, die zusammenstürzen, weil ihr überhaupt nicht wisst, was Knicken ist, ja, dann seid ihr für diese Konstruktion verantwortlich, ja, und ihr müsst dann eben die Folgen dieser Katastrophe tragen, die in diesem Fall stattfindet. Und von dem Professor ist das also eine indiskutabel schlechte Leistung.